Abend, liebe Kollegen, nochmal von dieser Stelle begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und den Gästen vom FSV Zwickau. Beide Trainer haben Platz genommen. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Joe Enox, Ihre Analyse bitte. Danke sehr. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, wo Halle Druck gemacht hatte, die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Keine riesen Torchancen zugelassen, aber trotzdem hat Halle Überhand gehabt. Und nach der Zeit haben wir immer wieder besser ins Spiel gefunden. Wir haben halt klarer gespielt, wir haben halt einfach gespielt, das, was uns immer stark macht. Und das Gegentor resultiert daraus, dass halt Davy Frick, unser Abwehrchef, halt rauskommt, einen super Zweikampf gewinnt und den Ball klar nach vorne spielt. Wir sagen immer Felix, Manni, egal wer, Leon, Jules, Mo, die halt im Zentrum spielen, immer aufs Tor ballern, wenn sie können. Das hat Felix auch getan, gut umgesetzt und ja, den Nachschuss macht Fitze sehr, sehr, sehr ordentlich mit dem Kopf. Gehen wir verdient meiner Meinung nach mit 1-0 in Führung. Wobei, halt nach der Führung halt haben wir zwei Möglichkeiten zugelassen, wo wir halt nicht klar spielen. Wo einmal nach dem Eckball und einmal, wo wir halt versuchen, einen Freistoß quer durch die gegnerische Hälfte zu spielen. Glück, dass wir da den Ausgleich nicht bekommen. Zweite Halbzeit kam er raus, haben wir klar gespielt, war sehr ordentlich, war im Mittelfeld, halt sehr umkämpft, haben viele gute zweite Bälle gewonnen, Freistoß rausgeholt und das, was wir halt gesagt haben nach dem letzten Spiel, nach so vielen Freistößen, die wir gehabt haben, müssen wir irgendwann ein Tor machen. Das hat Fitze wirklich gut reingebracht und King ist halt schwer zu verteidigen, wenn die Bälle so gut reinkommen. Am Ende so ein bisschen gezittert, klar, dass Halle alles nach vorne geworfen hatte. Und trotzdem das Tor halt wirklich sehr, sehr, sehr gut verteidigt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie halt sich reingekämpft haben im Spiel und das Spiel gewonnen haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Joe Enox. Ich übergebe das Wort an Florian Schnauenberg. Ja, guten Abend zusammen. Joe, Glückwunsch zum Sieg und zum, wie ich finde, sehr guten Saisonstart zum Spiel. Natürlich hatten wir uns viel vorgenommen, sind aggressiv rausgekommen, weil wir die Dreierkette im Spielaufbau schon stören wollten. Waren auch, finde ich, ganz gut eingestellt in der Anfangsphase auf die langen Bälle. Ich denke, der ein oder andere Torabschluss war auch dabei, allerdings vielleicht noch eher aus der Distanz ganz zu Beginn. Ich weiß die Minute nicht mehr genau, haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Situation. Wenn Laurenz Dehl dann vielleicht noch Julian Derstroff sieht, dann ist das vielleicht eine hundertprozentige Torchance. Da wählen wir zu früh den Abschluss. Ansonsten haben wir natürlich zwei, drei Umschaltsituationen von Zwickau zu verteidigen, die immer im Zentrum sehr, sehr kompakt sind. Ich finde, für meinen Geschmack war es in der ersten Halbzeit bei uns schon so, dass wir nicht die absolute Ruhe im Ballbesitz hatten, ja, sondern vielleicht dann auch zu früh, zu hektisch geworden sind, lange Bälle gewählt haben. Können wir das sicherlich besser machen, dann gehen wir in Rückstand und dann ist es natürlich so ein bisschen symptomatisch. Also bei Julian Gutter fordern wir immer einen, der seine Geschwindigkeit auch mal einsetzt, macht er dann super, bedient noch Laurenz Dehl und dann spielen wir nochmal quer. Ich glaube, der Mannschaft hätte in dem Augenblick vor der Halbzeit einen Ausgleich sehr, sehr gut getan. Das ist uns leider nicht gelungen. Und dann, ja, König bei Standardsituationen 90 Minuten zu verteidigen, ist jetzt kein Geheimnis, dass das schwer ist. Ich denke, die Entstehung zum Freistoß habe ich eher ein Foul für uns gesehen. Trotzdem wissen wir auch, ja, dass wir dann uns vielleicht nicht blocken lassen dürfen, er ist dann einfach zu frei und ich glaube, mit dem 0-2 ist dann Folgendes passiert, dass wir sehr, sehr unruhig waren, die Breite nicht mehr gesucht haben und nicht mehr gefunden haben und wir uns eins vorwerfen müssen, wir haben jetzt in den letzten drei Spielen leider kein Tor erzielt, aber wenn man ein Tor erzielen möchte, dann muss man auch mal einen Abschluss nehmen und das haben wir in der zweiten Halbzeit dann leider nicht mehr getan, wir hatten so zwei, drei Situationen, wo wir in einer guten Position sind, wo wir nochmal quer spielen, also wie beim Handball und dafür ist Zwickau dann gegen den Ball und mit der Intensität, wie sie auch verteidigen, nicht zu bezwingen. Und dann ist es sehr, sehr bitter, dass wir uns dann in der Endphase nach der Woche mit dem personellen Stand, den wir heute haben, dann nochmal selber schwächen. Nervt mich richtig, muss ich sagen. Und werden wir auch intern dann nochmal besprechen, weil der kleine Kreis, den wir heute waren mit 5 Spielern auf der Bank, war unser kompletter Kader und jetzt fällt noch ein Spieler aus. Das tut richtig weh. Aber wir wissen alle, wie schnell es geht in so einer Liga. Ja, auch wenn uns gerade keiner was zutraut, weil wir dreimal in Folge verloren haben und weil es sich wirklich nicht gut anfühlt, wenn man eine gewisse Leistung anbietet und hoffentlich bald wieder Abschlüsse in unser Spiel integrieren können, dann glaube ich, ist auch mit zwei erfolgreichen Spielen schnell wieder ein anderer Blick möglich. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Florian Schnaumberg, besteht nun wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Trainer. Bitte um die Nutzung des Mikrofons. Christoph Koch, bitte. Frage an Florian Schnaumberg. Sie haben es gerade angesprochen, das Dilemma mit den Chancen oder die nicht vorhandenen Chancen in der zweiten Halbzeit. Was ist denn Ihre Erkenntnis, woran es gerade liegt, weshalb die Jungs sich da in der Offensive so extrem schwer tun, wie es heute auch wieder der Fall war, wie es gegen Saarbrücken auch war, auch gegen Ingolstadt? Ist es schon mittlerweile so ein Kopfproblem, weshalb diese Überzeugung fehlt, dann auch einfach mal abzuschließen? Ja, ich habe dir gerade schon gesagt, dann macht ein Ergebnis natürlich auch immer was mit uns, wenn wir dann in Rückstand geraten. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wir das 1:1 nutzen können, einfach mal für den Kopf mal zurückzukommen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wir ja dann vielleicht gar nicht eigensinnig genug sind in den Situationen. Der Platz ist nass, wir haben ein Abendspiel, aber wir schießen dann aus den Situationen einfach nicht. Ja, müssen wir dran arbeiten, müssen wir in unser Spiel bekommen, weil ja nur in die Breite, dann werden wir kein Tor erzielen. Das ist jetzt aber auch keine neue Erkenntnis, die Sie gerade angesprochen haben. Ist man damit als Trainer irgendwann auch ein Stück weit mit dem Latein am Ende, dass man sagt, im Training probieren wir das. Es gibt ja unheimlich viele Abschlüsse im Training und dass es dann im Spiel da trotzdem nicht umgesetzt wird. Wir haben den vierten Spieltag. Mit meinem Latein am Ende bin ich bestimmt nicht. Wir werden den Jungs weiter im Training Erfolgserlebnisse versuchen zu ermöglichen. Das wird irgendwann ins Spiel übertragen können, das sie alle sehen können. Ich muss sagen, wir haben heute eine ganze Menge wegzustecken. Ja, denn im Endeffekt, wenn wir die Ausfälle nehmen, 4 rechte Außenverteidiger, die wegfallen. Und ja, das tat heute schon weh. Und deswegen ist es schade, dass wir uns heute nicht in Form von einem Tor oder vielleicht von einem Erfolgserlebnis in Form von Punkten belohnen konnten. Letzte Frage, haben Sie mit Sedim Gündüz schon sprechen können? Ganz kurz, was da jetzt das Problem war, weshalb er die gelb-rote Karte gesehen hat? Ich denke, in der Emotion ist immer gut, einen Tag drüber zu schlafen. Das wird mir auch gut tun.